Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von RWO TV. Zwei Siege in Folge, 2x3:0, die perfekte Vorlage für eine Doppelausgabe. Gegen Erntebrück konnte man im Stadion Niederrhein 3:0 gewinnen und heute der erste Auswärtssieg, der erste Auswärtsdreier in der Saison. Wie das alles funktioniert hat, seht ihr jetzt in der Zusammenfassung. Ist jetzt Patrick Tschukowski. Patrick, ein 3:0-Sieg gegen den TuS Erntebrück nach der 4:0-Niederlage in Wiedenbrück. Wie wichtig war der Sieg heute? Ja, ich denke, der Sieg war sehr, sehr wichtig heute für die Mannschaft. Und endlich haben wir uns jetzt auch belohnt für den Aufwand, den wir betrieben haben. Letzte Woche haben wir 4:0 verloren. Das ist eine bittere Niederlage. Hätten wir uns in der ersten Halbzeit mit den Torschancen belohnen müssen. Und heute haben wir uns endlich mal belohnt dafür, für den Aufwand, und sind dann auch am Ende verdient mit 3:0 hier das Spiel gewonnen. Du sprichst schon von mit Torchancen belohnt. Dein Tor war ja sehr kurios. Man hat eigentlich schon fast gedacht, es wird nichts mehr, der Ball geht drüber und dann ist er doch noch reingegangen. Wie wichtig war das vielleicht, dass dieses Tor gerade zu dem Zeitpunkt kurz vor der Halbzeitpause für euch gefallen ist? Ja, ich denke, das war ein sehr, sehr wichtiges Tor, weil wir haben lange kein eigenes Tor mehr erzielt. Gegen Viktoria war das ein Eigentor und dann haben wir zweimal nicht getroffen. Und dann passiert auch mal so ein Tor, dass dann etwas halt, ich will nicht sagen kurios, aber dass der Ball ein bisschen abrutscht und dann ins Tor geht. Ich denke, das hat uns sehr viel Kraft gegeben, sehr viel Auftrieb gegeben. Wir sind gut aus der Halbzeit gekommen, hatten direkt mit Yassin die nächste Chance und dann haben wir uns auch zu Recht mit dem 2:0 und 3:0 belohnt. Euer nächster Gegner ist jetzt die Fortuna Düsseldorf 2. Kein leichter Gegner, sie spielen auch oben mit. Was nehmt ihr aus diesem Spiel mit für dieses schwierige Spiel? Ja, ich denke, darauf kann man aufbauen mit einem Sieg. 3:0, kein Gegentor bekommen, drei eigene Tore zu Hause. Genauso weiterspielen, weiter Vollgas geben und dann denke ich, kann man da auch was mitnehmen. Dankeschön. Gerne. Ja, für uns war es heute, wie erwartet, ein schweres Spiel. Ich glaube, wir waren nach dem Wiedenbrück-Spiel schon so ein bisschen geknickt, weil wir, ich meine, ich müsste das Spiel abhaken, aber wir da auch eigentlich eine gute oder ordentliche Leistung gemacht haben. Wussten, dass Erntebrück auch ein unangenehmer Gegner ist, sehr einfallsreich bei Standards, ein sehr gutes Umschaltspiel. Da war es halt auch schon unsere Absicht, dass wir den Gegner auch mal ein bisschen den Ball lassen, dass die halt vielleicht mal Ideen entwickeln und dass wir dann halt vielleicht über unsere schnellen Leute umschalten. Ja,
Ich glaube, wir brauchten einfach mal so ein Tor. Ich glaube, das war eine halbe Flanke, eher Flanke als Torschuss. War halt für uns ein Dosenöffner, auch gerade für Chico, der auch unheimlich viel läuft, hat sich mal selber belohnt. Und das hat uns dann halt ein bisschen Sicherheit gegeben. Wir wussten, dass wir dann auch zweite Halbzeit dann auch mehr Räume kriegen. Und ich denke, dass wir dann auch mit der Zeit dann halt nach dem 2-0, ja, auch vielleicht noch das eine oder andere Tor mehr machen hätten können. Aufgrund der zweiten Halbzeit oder aufgrund auch der Tore, denke ich, war es verdient. Es ist halt so, wenn so ein Spiel halt ein Tor macht, dann auch bei den Temperaturen, und ist es halt immer schwierig. Deswegen bin ich auch froh, dass wir den Anschluss in der Tabelle gehalten haben, dass wir halt dann nicht irgendwo ins Niemandsland rutschen, was natürlich dann ärgerlich ist, dass sich dann halt so ein Spieler wie Pelt dann halt verletzt, der für uns halt enorm wichtig ist, ne? Der halt immer durch eine Aktion, ne, der spielt halt mal 40 Minuten Scheiße und dann macht halt den entscheidenden Ball oder haut den halt selber rein. Es tut uns halt richtig weh, weil in dieser Saison ist es wirklich so, dass wir ja personell einfach ein bisschen Pech haben, ne? Jetzt kommen die anderen wieder zurück nach einer Verletzung und dann verletzt der Nächste sich. Aber wie gesagt, wir wollen nicht meckern, wir nehmen den Sieg mit. Ich denke, das gibt der Truppe auch einen Aufwind. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, dass wir in Düsseldorf nachlegen. Denn ich denke, die Truppe ist besser oder wie die letzten Spiele gezeigt haben. Und ja, wünsche den Trainer halt alles Gute. Wir haben eine ordentliche Truppe. Ja, und ja, das war es eigentlich. Begrüßen wir mit der Nummer 14 Tarsis Bocke. Bei mir ist jetzt Robert Flesers. Robert, ein 3-0-Sieg hier auswärts in Düsseldorf. Was sagst du dazu? Ja, also ich denke, komplett verdient das ganze Spiel. Normalerweise, wenn man die Torchancen von uns sieht, ja, hätten wir vielleicht noch
zwei, vielleicht sogar auch drei Tore mehr machen müssen. Vor allen Dingen in der Anfangsphase kann man sich vielleicht das Spiel auch insgesamt ein bisschen einfacher machen, schon früh ein Tor machen. Aber ich denke, souveräne Leistung und zu keiner Zeit gefährdet. Es ist jetzt euer erster Dreier in dieser Saison. Auch gegen Erntebrück habt ihr 3:0 gewinnen können. Geht's jetzt erst richtig los für euch? Ihr habt jetzt Tabellenplatz 3 erreicht mittlerweile? Ja, ich denke, ja, zwei Spiele, zwei Siege dann. Ja, unser Ziel muss sein, genau da weiterzumachen. Und jetzt mit der Stabilität, die wir jetzt auch reinbekommen haben und dann vor allen Dingen auch jetzt zweimal drei Tore, ja, genau da weitermachen, um dann mal gucken, eine gute Serie zu starten. Du hast vorhin dein Comeback gegeben. Geht's dir wieder richtig gut? Bist du wieder voll einsatzfähig? Ja, also muss ich sagen, die, ja, was waren es, zwei Wochen dann ungefähr, ja, ist manchmal so, die waren dann doch nötig. Nach dem Spiel gegen Viktoria Köln hatte ich zu sehr Probleme, zu viele Schmerzen, dann war auch die Achillessehne geschwollen. Aber ja, durch die Pause ist alles abgeklungen und jetzt wieder voll einsatzbereit. Jetzt geht es für euch weiter am Dienstag gegen Borussia Dortmund 2, ein sehr, sehr starker Gegner. Was nehmt ihr aus diesen beiden Spielen jetzt mit? Ja, also wichtig war auch, dass wir fürs Selbstbewusstsein die Tore gemacht haben, auch wenn es eigentlich noch zu wenig waren. Aber ja, wir haben eigentlich fast nichts zugelassen in beiden Spielen. Und ja, genau das muss unser Ansatz sein, weiter kompakt zu stehen, aber dann auch die Gefahr nach vorne weiter zu behalten. Dankeschön. Ja. Also ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir sind hier hingekommen, um die ersten drei Punkte zu holen, auswärts. Ich denke, wir waren langsam mal an der Reihe. Wir haben auf eine spielstarke Mannschaft getroffen, wo wir halt schon Respekt haben. Die haben in Aachen das letzte Spiel 3:0 aufgeholt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das zeigt auch, dass die Mannschaft im Takt ist. Wir wollten aber hier, gerade über Standards, über unsere Größe halt, über Männerfußball in Anführungsstrichen, also über Robustheit, über die Räume eng machen, halt nach vorne kommen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir schon mit ein bisschen Glück, sage ich jetzt mal, zwei, drei Tore mehr erzielen können. Mussten natürlich immer aufpassen, dann haben sie halt nicht gemacht, dass wir dann halt dann die Konter nicht reinkriegen. Da hatte ich schon so ein bisschen Bange, weil die halt schon eine gute Geschwindigkeit haben, schnelle Leute. Ja, und vor der Halbzeit, glaube ich, mit dem Ball, wo gar keiner mit gerechnet hat, sind wir natürlich dann auch in Führung gegangen. Und ich denke, wenn man vor der Halbzeit dann halt noch so ein Tor zieht, dann gibt natürlich frischen Wind. Wir wussten, dass wir dann halt in der zweiten Halbzeit dann auch Räume kriegen, dass wir halt noch einige Torchancen kriegen werden. So ist es auch gekommen. Haben dann mit einem 2 und 3:0, denke ich, ja, sofort klar für klare Verhältnisse gesorgt. Ich denke, dass der Sieg mehr als hoch verdient war. Und bin natürlich zufrieden, dass uns, wird uns halt der Mannschaft halt nochmal einen Aufschub geben. Und jetzt können wir halt Ruhe arbeiten und uns auf das Spitzenspiel freuen.